Rinn. Mit dem guten Wein. Freunde, herzlich willkommen, wie es so schön heißt. Hans' Blitzrezepte. Und ich habe schon mal losgelegt, ich war schon mal fleißig und habe ein ganz normales Risotto angesetzt. Zwiebel, Knoblauch, Olivenöl. Anne schwitzen, Reis dazugeben und mit reichlich, hier schaut mal her, gutem Sekt, Champagner, Weißwein und Brühe ablöschen. Ja, so ein Risotto dauert ungefähr 18 Minuten. Ja, immer wieder rühren. Je mehr ihr da rührt, schaut mal her, desto cremiger wird es. Ja. Die Stärke wäscht sich quasi, rührt sich aus dem Kern und das Risotto wird cremig oder suppig. So, und dazu würde ich eine schöne Vinaigrette machen und den gebratenen Lachs. Und der Lachs kommt jetzt hier, zack, erstmal in die Pfanne. Wunderschönes Teil, ne? Und man könnte ihn, wenn man das wollte, natürlich im Ganzen braten oder man schneidet so dünne, schräge Streifen und gart die dünnen Streifen dann relativ schnell. Ja, machen wir die drei Stück. Zack. Und die kommen jetzt in die Pfanne. Achtung. Ja, voilà. Einmal, zweimal, dreimal. Und dazu, was so schön ist, ein paar Pinienkerne. Die lasse ich auch ein bisschen braun werden. Und zu den Pinienkernen kommt am Rand etwas Zucker. Könnt ihr euch das vorstellen? Schön Lachs, Pinienkerne, ein bisschen Zucker dazu und der Lachs muss natürlich gewürzt werden. Hier, Hänse, Vanille, Meersalz. So schaut's aus. Das war's eigentlich schon. Ja? Der wird umgedreht, das reicht schon. Also ganz kurze Garzeit, ohne großen Stress, Temperatur, hört sich gut an, oder? Also, wenig Temperatur, so wollte ich sagen. So, das Risotto schaut gut aus, es ist schön cremig, immer wieder rühren. Wenn man vielleicht noch ein bisschen Flüssigkeit braucht, nachgießen, dass das einfach cremig bleibt. Dann kommt Parmesan dazu, logisch. Und ich mag das einfach, gehört für mich mit dazu. In ein schönes Risotto kommt ein schönes Stückchen Butter. Diese gute, unfassbar leckere, geniale, extrem gesunde Butter. So, Temperatur auch hier zurückstellen. Und jetzt habe ich noch eine Zutat, die würde man jetzt gar nicht so vermuten. Und diese Zutat heißt Tandoori. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Ich liebe Tandoori. Also diese indische Gewürzpaste. Streicht die vorsichtig drauf auf den Fisch. Aber auch da muss ich euch sagen, da gibt es so die scharfen Varianten und die weniger scharfen Varianten. Und ich würde euch einfach die weniger scharfe Variante empfehlen, ja, weil die einfach nicht so extrem dominant ist. So, alles immer schön hier vermischen. Schau mal her. Boah, geil. Jetzt wird die Butter natürlich ein bisschen rötlich. Dann nochmal drehen. Einmal, zweimal, dreimal. Ihr müsst das relaxed sehen. Das war's schon. Diese Zutaten sind Garant für ein sensationelles Gericht. Obendrauf kommt es noch, ich zeige euch das ganz schnell, eine Vinaigrette. Die Vinaigrette besteht aus Essig. Ich habe hier so hier schön meinen Mango-Essig, aber geht auch ein normaler Essig. Ja? Eine Prise Salz und Pfeffer, ist ja schon gemischt. Und das Ganze dann mit einem guten Olivenöl aufrühren. Ein Teil Essig, zwei Teil Öl. So steht es geschrieben. So. Ready. So, und jetzt anrichten. Einen schönen, idealerweise vorgewärmten Teller. Dann das cremige Risotto. Das Risotto alleine ist schon der Wahnsinn. Schaut mal an. So muss ein Risotto aussehen. Cremig, suppig, nicht so wie Milchreis, einfach cremig. Es gibt ein schönes Sommergericht. Kommt der Lachs hier drauf. Dieser Tandoori-Lachs mit den karamellisierten Pinienkernen. Und diese Pinienkerne kommen natürlich hier dazu.
Gericht fertig. Obendrauf, ganz normal, ohne viel Schnickschnack, so ein bisschen Rucola. Und der Rucola, der gibt so diese frische Komponente. Ja, nicht irgendwie frittieren oder blanchieren oder was weiß ich, sondern den Rucola so nehmen, wie Gott ihn schuf. Dann obendrauf ein bisschen was von dieser leckeren Vinaigrette. So funktioniert Kochen heute. So funktioniert Kochen heute. Hensis Blitzrezepte. 5 Minuten, zack, wenig Zutaten, saumäßig guter Geschmack und macht glücklich und suchtgefährdend.